So, herzlich willkommen zurück zu Discworld 2. Wir turnen jetzt noch ein bisschen auf dem Friedhof rum. Dazu haben wir hier einmal noch eine Eine Spitzhacke. Spitzhacke. Nein, ich habe keine Lust mehr damit, mein eigenes Grab zu hacken. Nee, Schaufeln ist auch besser. Wir nehmen sie aber trotzdem mit. So. Und reden einmal mit der netten Demonstrantin gleich. Eine Demonstrantin? Ach, das gefällt mir so an den modernen Zeiten. Es steht einer Frau frei, kühn vorzutreten. Ihre Stimme zu erheben und genau so ignoriert zu werden wie der Rest von uns. Genau. Gegen was demonstrierst du denn eigentlich? Wir werden siegen, wir werden siegen. Wobei wirst du siegen? Was hast du gesagt, Faschist? Ich möchte nur wissen, wobei du zu siegen gedenkst. Wer hat dich hier gefesselt? Das habe ich selbst erledigt, Schwein. Jetzt versuch mal, mich mit Unterdrückung zu befreien. Du hast dich selbst gefesselt? Damit zeige ich meine Freiheit. Nun, ich demonstriere damit meine Freiheit, mich ganz nach Belieben an irgendetwas festzubinden. Es ist eins der wichtigsten Menschenrechte und ich erhebe Anspruch darauf. Du erhebst Anspruch auf das Recht, deine Freiheit zu verlieren? Ja, genau. Willst du gar nicht wissen, weshalb ich demonstriere? Ich hatte gehofft, es zu vermeiden. Na schön, ich höre. Ich demonstriere für das Recht von Frauen auf Mitgliedschaft in der Narrengilde. Und ich bleibe hier bis zum Sieg. Und warum demonstrierst du ausgerechnet hier auf dem Friedhof? Warum veranstaltest du deine Demonstration nicht vor den Toren der Narrengilde? Am Ende der Stadt gibt's nichts Ordentliches, an dem man sich festbinden kann. Aber dieser Pfahl hier ist wirklich hübsch. Findest du nicht auch? Nicht gerade erste Wahl, aber hübsch. Wie du meinst. Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Ja, die ist auf jeden Fall sehr, beflissen. Was steht denn hier? Schlafe nur? Er macht allein sich selbst was vor. Was? Eine letzte Ruhestätte schänden? Sowas mache ich nicht. Ja. Gut, dann lassen wir das. Gehen wir mal hier weiter. Und dieser hier? Bitte läuten, wenn niemand in der Nähe ist. Ach, hallo Windel. Noch einer! Such dir ein eigenes Grab, du verfaulter Idiot! Windel? Windel? Meine Güte, das ist mein Vorname! Du erinnerst dich also daran, Junge? Ach, damals, das waren Zeiten! Das Leben, erst im Tod begreift man, was es mit dem Leben auf sich hat. Wie herrlich zu atmen und an der frischen Luft herumzulaufen. Kein Wunder, dass sich die Reinkarnation so großer Beliebtheit erfreut. Wie kommst du jetzt zurecht? Oh, eins steht fest, an dieses Grab gewöhne ich mich nie. Die Wände sind viel zu dünn. Wenn man hier drin liegt, hört man dauernd, was die Nachbarn sagen. Nun, wie ist es? Tot zu sein, meine ich. Oh, ich hab genug davon. Zum Beispiel sind die Stunden viel zu lang. Hier, behalt das verdammte Loch! Hey, warte! Was soll ich denn mit einem Grab anfangen? Benutze es als kleinen Swimmingpool! Ich kann nicht schwimmen! Habe ich etwa vorgeschlagen, das Loch mit Wasser zu füllen? Hurra und weg! Offenbar habe ich es hier mit einer wirklich wichtigen Mission zu tun. Entweder hole ich Tod zurück, auf dass er wieder seine Pflichten wahrnimmt, oder hier wimmelt's bald von hohlwangigen, dunkeläugigen, unheimlichen jungen Frauen, die ganz in Schwarz gekleidet sind und von sich behaupten, romantische Poesie zu rezitieren.
Eigentlich klingt das gar nicht so übel. Schon gut. Auf geht's. Ich wollte gerade sagen, also mir gefällt's. So, Platte, Sarg. Was ist da noch? Eine Platte. Aha. Und zwar unter dem Sarg. Eine Art primitives Antigravitationssystem. Oh, noch ein Sarg. Wisst ihr, allmählich weiß ich, worauf es bei der Objektidentifizierung ankommt. Ja, ist wahrscheinlich zu hoch. Von hier aus kann ich es nicht erreichen. Das war klar. Das kann ich auf keinen Fall bewegen. Okay. Das andere da scheint irgendwie so ein Glas zu sein oder sowas. Ne, kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wer hier schläft. Sag ich mal. So, dann schauen wir mal weiter. Wir gehen mal zur Narrengilde. Oh, eine Tröte. Die Tröte eines Clowns. Jetzt kann ich wenigstens in mein eigenes Horn blasen. Da ist ein Geist von einem Narr. Und irgendwie, nee, nicht Vincent, Truhe. Irgendwie habe ich hier so ein bisschen das Loch. Was haben wir denn hier noch so? Ist hier noch irgendwas? Meine alten Freunde, der Narr und Lache. Oh nein, nicht die beiden. Oh nein. Wenigstens haben die beiden gekriegt, was sie verdient haben. Oh nein, wenn wir schon jemanden aus dem ersten Spiel auftreten lassen müssen, warum dann nicht die nette Amazonin? Ganz meine Vielleicht Meinung. Gelingt es mir, die Spuksteine in eine Jauchegrube oder so zu werfen. Mal sehen, ob er dann noch lacht. Bei den Göttern, dass ich euch beiden noch einmal begegnen muss. Oh, lach, lach, lach! Du bist doch tot. Du hast die Bühne des Lebens verlassen und dich in den Ruhestand zurückgezogen. Lachi möchte der Geist aller verblichenen Witze sein. Es ist großartig, tot zu sein. Sieh mal, wir haben sogar Blumen. Oho, Lachi, Lachi, Lachi. Jetzt hör mal. Klopf, klopf. Wer ist da? Cohen. Cohen wer? Cohen an der Tür. Oh, Lachi, 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 Lachi. Ja, okay. Wieso treibt ihr euch hier herum, während alle anderen in den Himmel oder zur Hölle unterwegs sind? Lach, 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 lach! Ich hänge hier fest, fest, fest! Du kannst nicht weg? Ich meine, du bist tot, aber nicht richtig im Jenseits? Du spukst hier herum? Tod ist noch nicht gekommen, um uns abzuholen. Er hat uns hier vergessen. Lache ist an Stein und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Kann nicht einmal dann weg, wenn man ihm ein Was möchtest du anbietet. Ein Was möchtest du? Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank. Oh, Lache, Lache, Lache. Du hast recht. Du bist wirklich der Geist verblichener Witze. Ja. Bis dann. Aber dass wir den Steine schmeißen, ist eigentlich keine so blöde Idee. Ein Ziegelstein? Man kann ihn gut in der Hand halten. Ausgezeichnete Aerodynamik. Ein ordentlicher Ziegelstein kann den Künstler in einem wecken. Also Disco 2 selber habe ich auch einmal durchgespielt. Das ist aber auch schon lange her und ja... Wir werfen jetzt erstmal den Stein nach dem Narr. Pass jetzt auf! Aufpassen! Ja! Du bist also an Steine und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Gildenhaus! Ja! Gibt es irgendeinen Grund, warum du hierbleiben musst? Ich meine, wenn die Steine fortgebracht werden, so kannst du sie doch begleiten, oder? Du könntest auf einen der Steine springen und dann bringe ich dich zu interessanteren Orten. Interessant? Ja. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Oh, lachi, 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 lachi.
kriech jetzt in den verdammten Stein. Oho, lachi, lachi, lachi. So, jetzt haben wir einen Geist im Stein. Ja, dann gehen wir doch auch mal in das Loch hier, schauen uns mal hier um. Es ist so wenig, was mir hier noch gerade so bekannt vorkommt. Okay, hier geht's wieder raus. Wir gehen erstmal weiter. Oh. Was haben wir denn hier? Fässer. Nur einige alte Fässer. Nein, da ist nichts drin. Welch ein hübsches Gitter. Da ist doch eine hübsche Frau umdrehen. Hey, da ist das Milchmädchen. Eigentlich ein schmeichelhafter Blickwinkel. Ja, Rincewind, der kleine Spanner. Nein, kann's nicht bewegen. Können wir der ein bisschen so Marilyn Monroe-mäßig machen, der ein bisschen Wind unterm Rock machen? Ja. Fräulein, ist alles in Ordnung? Soll ich jetzt aufhören? Nein, pump noch ein bisschen. Mein Agent meint immer, ich müsste deutlicher in Erscheinung treten. Ja. Und wir haben was gesammelt dadurch. Glitzerstaub. Glitzerstaub, wie? Nun, das Zeug ist bestimmt sehr nützlich. Ja, wir haben das Glitzern bekommen. Mensch, das ist doch schon mal was. So, wo geht's denn? Ich will erstmal hier hinten weiter gucken. Wir gehen da auch noch später raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es da hinführt, aber wo es hier hinten lang geht. Ach, auch hier hin. Mensch. Sind wir einmal im Kreis gelaufen. Dann gehen wir hier mal raus und gucken mal, wo wir landen. Zukunftsschweinefleisch. Vermutlich gibt es keine andere Welt im Multiversum, in der man Dinge lagert, die nur potenziell existieren. Das Zukunftsschweinelager in Ankh-Morpork ist das Ergebnis der vom Patrizier erlassenen Vorschriften über grundlose Metaphern. Der Ansicht vieler Leute, alles müsste irgendwo einen Platz in der Wirklichkeit haben, sowie dem sehr dünnen Gewebe der Realität im Bereich von Ankh. Der Handel mit Zukunftsschweinefleisch, mit Schweinefleisch, das noch nicht existiert, führte zum Bau eines Lagerhauses, in dem es aufbewahrt wird, bis es mehr als nur imaginäre Substanz gewinnt. Die außerordentlich niedrigen Temperaturen gehen auf die Unterschiede im temporalen Energiefluss zurück. Ja, sehr interessant. Ein Bild von Schweinefleisch, das irgendwann in der Zukunft existiert. Dabei geht's um Vorausdenken, nehme ich an. Oh, können wir die Bilder mitnehmen? Was? Ich soll etwas nehmen, das noch gar nicht existiert? Ja, ist doch schön, oder nicht? Hoffentlich Eis. Besteht dieses Eis nicht aus dem Wasser des Ankh. Nein, unmöglich. Es hat die falsche Farbe. Ja, lass doch mal hier gucken, ob du vielleicht was abschlagen kannst. Spitzacke und Eis, das ist... Wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte ich wirklich auch meinen Glauben an die Spieleentwickler verloren irgendwie. Eis. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass uns das wegschmelzen wird? Irgendwie. So, dann verlassen wir hier mal wieder das... Moment, ist hier auch nur raus? Ja, da ist auch nur raus. Und dann schauen wir doch mal zu den Docks, was wir hier finden. Wir laufen das schon wieder soll richtiger Tod sein. Zu meiner Zeit wussten die Leute noch, wie man richtig stirbt. Tunnel und weißes Licht. Hallende Stimmen und der Chor unsichtbar. Jawohl, wenn ein Job die Mühe lohnt, so sollte man sich richtig bemühen.
Hussa! Schöner Tag, nicht wahr? Fall tot um! Ja, Windel scheint nicht ganz unbedingt so glücklich darüber zu sein. Wasser, das scheint der Fluss Ankh zu sein. Hm. An deiner Stelle würde ich mich nicht noch näher heranwagen. Es wird nur deshalb Wasser genannt, weil es sich zwischen dem Himmel und dem Grund des Flusses befindet. Wenn du versuchst, da hineinzuspringen, holst du dir mehr als nur einen verbeulten Hut. Deswegen wirst du wahrscheinlich nicht reinspringen wollen. Darin kann man nicht schwimmen. Und ich möchte auch nicht darauf gehen. Krimskrams. Na, das klingt interessant. Ich frage mich, was das ist. Und was es sein könnte. Ja. Eine zum Einreißen auffordernde Mauer. Ich sollte sie den Leuten vom Amt für bessere Wohnungen und Gärten melden. Kannst du da nicht rein? Wisst ihr, ich bezweifle, ob ich die Mauer einreißen kann. Gut. Ein Hammerhai. Man nennt diese Spezies Hammerhai, weil der Kopf wie ein Hammer aussieht. Kapiert? Jetzt kannst du sagen, dass du den Computer benutzt hast, um dich weiterzubilden. Ja, Spiele machen nicht immer nur dumm. Hm. Entweder ist dies ein Netz oder das hiesige Mottenproblem geriet außer Kontrolle. Das ist ein Haken. Ach, ihr Lieben. Ein Meeresvogel, der Fische frisst. Hoffentlich erhofft er sich seine nächste Mahlzeit nicht vom Ankh. Ohne Hacke und Schaufel fände er dort nichts. Ich glaube nicht, dass ich ihn erreichen kann. So, können wir hier noch ein bisschen was machen? Steckt im Netz fest. Das war klar. Einen Haken lösen können wir auch nicht. Der Haken lässt sich nur verwenden, wenn vorher das Problem mit dem Netz gelöst wird. Okay, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was finden. Nee. Gehe ich nicht von aus, dass wir das mit der Spitzhacke hinkriegen. Was haben wir denn hier? Hier ist sonst nix. Nix. Ja, war ein sehr kurzer Ausflug am Dock. Das werden wir uns später nochmal weiter bemühen müssen. Zum Platz möchte ich dann noch einmal, wo wir ja gerade schon das Milchmädchen gesehen haben. Meine Güte, das Milchmädchen. Was sie in der Bluse hat, fehlt ihr im Gehirn. Eine interessante Kombination. Nicht unbedingt die beste, aber man kann mit durchkommen. Nein, das klappt einfach nicht. Meine Güte, noch jemand mit leerem Kopf. Allerdings, hübsch glitzerndes Kleid. Beim langen Barte des bärtigen Unbekannten. Was ist mit dir passiert? Ich habe dich für ein Milchmädchen gehalten. Ich war Distributorin von Molkereiprodukten. Herzlichen Dank. Das liegt alles hinter mir. Jetzt bin ich Tespis Jüngerin. Wie bitte? Eine Schauspielerin. Jemand, den man auf Bühne und Leinwand sieht. Ich spiele die Hauptrolle bei einem Film namens Trolle mögen's heiß. Ach, was mögen Trolle heiß? Nun, ich bin jetzt ein Star, weißt du? Und die Ausstrahlung von solchen Personen führt dazu, dass anderen Leuten heiß wird. Mir wird von zu viel Pfeffer heiß. Niemand hat mir gesagt, dass ich Pfeffer essen muss. Vielleicht genügt's, wenn du Paprika verspeist. Ach, die Kunst verlangt eben Opfer. Kokosnüsse oder Melonen wären mir viel lieber. Oder auch Pfirsiche. Aber bestimmt nicht die klatschianische Sorte. Wie dem auch sei, ich bin jetzt berühmt. Es ist alles so aufregend. Ja, da haben wohl die Streifen einen durchgehenden Erfolg gehabt, die der Alchemist entwickelt hat. Und, jo. Du bist jetzt also ein Klickerstar. Ja, toll, nicht wahr? Es hieß, aufgrund meiner Fähigkeiten und Erfahrungen sei ich bestens für den Job geeignet. Erfahrungen? Du bist doch ein Milchmädchen gewesen.
Na und? Was hat Milchproduktion denn mit der Qualität von Leinwandcharisma zu tun? Das heißt, wenn ich es mir recht überlege... Okay, die Streifen heißen jetzt Klicker. Du trägst da ein hübsches Kleid. Sehr glitzerig, nicht wahr? Womit ich keineswegs auf etwas hinweisen möchte. Glitzer und Glamour, darum geht es bei den Klickern. Ja, mit dem Glitzer, das haben zunächst wir ja schon rausgefunden. Auf Wiedersehen. Eher auf zufällige Art und Weise. Odium? Was ist ein Odium? Und warum sollte ich an einer Antwort auf diese Frage interessiert sein? Sieht interessant aus. Angriff des 15 Meter großen Zwergs. Wird bestimmt ein Riesenerfolg bei den hiesigen Trollen. Ich kann nicht einfach einen Haufen Pixel stehlen. Außerdem sind sie bei dieser Auflösung viel zu schwer. Ja, der Schnapper. Treibe mich selbst in den Ruinschnapper. Seine Art des freien Unternehmertums bringt selbst die Habgier in Verruf. Hallo Kumpel. Kennst du mich noch? Knallkörner! Fast fertige Knallkörner! Man braucht nur Hitze hinzuzufügen. Und Butter. Und vielleicht auch eine Pfanne. Holt sie euch, solange der Vorrat reicht. Nur ein Vorbesitzer. Ich verkaufe sie nur knapp unterm Wucherpreis. Und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Knallkörner! Ja, der schöne Schnapper. Wenn ich jemals einen verschlagenen, durchtriebenen, listigen und völlig schamlosen Klickerdirektor brauchen sollte, ich weiß jetzt, wo ich einen finde. Potzblitz, das muss ein Tipp sein. Mehr hat dein Leben nicht zu bieten? Ich dachte, du hättest dich inzwischen, nun, verbessert. Strebst du keine höheren Ziele an? Oh, ich strebe die ganze Zeit über, glaub mir. Zum Beispiel denke ich daran, bei den Klickern einzusteigen. Also im ersten Teil sah er wenigstens noch etwas besser aus. Jetzt ist er wirklich ein kleiner Straßenverkäufer, aber mal auf die übelste Art und Weise. Klicker. Genau das, was Ankh-Morpork braucht. Wie? Stimmt. Ja, du hältst Ironie vermutlich für eine fremde Währung. Wie? Du machst also bei den Klickern mit, wie? Der Affe hat endlich die Bananenplantage gefunden, nicht wahr? Ja, ich bin an den beweglichen Bildern beteiligt. Hier, lies das. Klicker, ach, sie sind voller Romantik. Brötchen mit heißen Würstchen drin, Knallkörner, Getränkebuden. Das fröhliche Knirschen von Bonbons im dunklen Saal. Und die Vorstellung? Hast du die Klicker vergessen? Was? Oh, die Klicker sind natürlich sehr wichtig, völlig klar. Eiscreme mit Schokolade, neuartige Trinkbecher, sammelbare Eintrittskarten. Ich fasse es nicht. Soll das etwa heißen, dass die Kunst weniger wichtig ist als der Verkauf banaler Dinge? So etwas ist unter meiner Würde, wenn du gestattest. Es käme mir nie in den Sinn, an irgendeinem Marketing-Unsinn teilzunehmen. Ich wäre auf keinen Fall bereit, einen bekannten Namen zu benutzen, um ein Produkt zu verkaufen, das eigentlich gar keinen Wert hat. Ja, genau. Viel Glück bei deiner Karriere. Ich muss jetzt weiter. Haben wir auch das große Angebot an Zinnfiguren und T-Shirts erwähnt? Psst! Okay, wir sollten uns demnächst den Sarkasmus mal etwas sparen, Klicker! Weil... Eine Broschüre über die Produktion von Klickern. Dann bricht er das Gespräch wohl manchmal ab, aber ich sage zu der Ansicht von dem Schnapper nur Knallkörner! Eins. Kapitalismus funktioniert, Knallkörner! Leute! Man braucht nur Hitze hinzuzufügen und vielleicht... Hol nur, ich verknall. Was machst du hier, abgesehen davon, Krankheiten zu verbreiten? Ich bin auf Talentsuche, halte nach dem nächsten großen Klickerstar Ausschau.
Hast du schon von den Klickern gehört? Sind der letzte Schrei. Stell dir vor, hinter der nächsten Ecke könnte ein Vermögen warten. Nötig sind nur mein Know-how, die richtigen Schauspieler und ein paar Dutzend seltsamer Objekte, die an grotesken Orten verstreut sind. Ha, und auf welche Weise willst du jene Objekte sammeln? Oh, meine Güte, meine Güte! Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wisst ihr es, Jungen und Mädchen? Oh nein. Lehn nicht ab, bevor du die Ware gesehen hast. Tolles Zeug! Hervorragende Knallkörner, sorgfältig vom Boden des Lagerhauses gefegt. Warum sind so viele Rattenhaare damit vermischt? Damit die Körner warm bleiben. Ein Extra, für das ich gar nicht mehr verlange. Na schön, damit du endlich Ruhe gibst. Ja, ist auch eine interessante Verkaufstechnik. Schnappers Do-It-Yourself-Knallkorn. Der Kaufpreis wird unter Garantie nicht zurückerstattet. Zufriedenheit fast völlig ausgeschlossen. Einfach so lange den Kunden nerven, bis er kauft, ist auch eine interessante Art. So, jetzt haben wir hier nur noch mal die Schatten. Da gehen wir doch mal auch noch mal hin. Hier kommen wir jetzt nämlich mal rein. Oh, hallo. Wer oder was bist du denn? Ja. Bitte, gib mir ein Goldstück. Tja, ich habe nicht ein einziges Wort verstanden. Tut mir leid. Ein komisches Viech irgendwie. Ja, also wir können jetzt auf jeden Fall schon in die Schatten direkt rein. Und ohne, dass wir diesmal einen guten Grund dafür brauchen. Und von hier aus begrüße ich euch dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Gehabt euch wohl.